Willkommen, liebe Zuschauer, ich grüße Sie bei Mach dich ran am Ostermontag, nee, Rosenmontag. Das ist der Beweis. Fasching ist nicht so ganz meins. Vielleicht ging auch deshalb das Konfetti-Lochen in die Hose. Aber auch das nasse Element liegt mir nicht besonders. Okay, dann treffen wir uns in Gera. Wo ist das in Gera? Bei den Eisenbahnfreunden. Hamburg, Blankenese, Trelleborg, die alte Route. Alles klar. Eisenbahnfreunde, welche Straße? Sag mal die Adresse, der Kollege hat es doch im Kopf hier. Warte mal, ich habe ja hier Dispo. Warte, ich sag's dir an. Und schon wieder Wasser. Das ist halt also unsere Tagesaufgabe. Hallo. Grüße Sie, Frau Teubner. Willkommen, ich habe Sie schon erwartet bei uns. Ja. Nett, dass Sie uns empfangen. Gerne. Ja, wir können es doch gleich im Stehen machen. Nee, was? Ho, ho, ho. Na, von draußen von der B175 komme ich her. Ach nee, wie heißt die? Das ist die B71. Hey, komm nochmal, warte. Ho, 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 ho. Liebe Sportfreunde. Von draußen von der B171 komme ich her. Ach nee, 71, ne? Leck fett, ey, Mann. Ho, 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 liebe Sportfreunde. Ich muss euch sagen, von draußen von der A14 komme ich her und ich freue mich sehr. Eine Zuschauerin erklärt Ihnen, liebe Zuschauer, wie Fernsehen funktioniert. Das ist so zum Fotografieren und hier kommt der Ton rein. Genau, ne? Zwei Leute haben wir hier und die liebe Sonne sorgt fürs Licht. Schön Ton. Ja, und hier ist der Quatschmacher dran, genau. Vielleicht sollten wir einfach mal die Zeit nutzen, liebe Zuschauer, und mal die Kollegen hinter der Kamera vorstellen. Da drüben zum Beispiel sitzt unser Redakteur, der Herr Thorsten Flum. Und hier hinten in der Ecke, zeig dich mal, der Frank Gensch, der Tontechniker. Ja, und hier den Mann hinter der Kamera können Sie nicht sehen, ne? Weil sonst würde der vor der Kamera stehen. Aber ihr wart auch schon auf dem Konzert, ne? Ja, aber nicht auf diese Bobo-Konzert. Ne? Falsche Antwort. Bis dahin, danke, tschüss, frohes Schaffen. Wo ist denn hier die Austaste? Diese Smartphones. Hier. Oh. Oh. Naja, nass bist ja eh schon. Aber nicht immer waren es die fiesen Strafen meiner Kollegen, die mir den Boden unter den Füßen wegzogen. Guck nicht so! Mach hin, es wird kalt! Naja, und kalt lief es mir auch nach der Rettung des Burgfräuleins den Rücken herunter. Sechs, rechts zurück und eins, links. Die lachen mich aus. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, los. In unserer Karnevalssendung wurde ich nicht bestraft, führte mich aber wie ein Hamster im Laufrad. Nach einer knappen Stunde entschied ich mich, den Sprung ins Thüringer Meer zu verschieben. Das Gespräch mit dem Bürgermeister von Seehausen mussten wir auch verschieben. Die Schwur im Weg. Für den Vortrag. Okay. Herzlich willkommen hier im Rathaus in der Hansestadt Seehausen. Entschuldigung. Ja. Transport. Zwei Wochen später war die Zeit für meinen Sprung gekommen. Huhu.
Das tut ja echt voll fies weh. Läuft, Mario. Alter, geht gleich los. Ja, das kenne ich. Ja, es geht gleich los. Ich musste gerade nochmal hier, weil ich habe ihm gerade die Schrift abgerissen wegen der Werbung. So, warte, Achtung. Sind Sie bereit? Ja. Okay. Geht gleich los. Achso. Achso, die Frage kommt aber gleich. Ja, warte. Achso. Gut. Würde das nicht reichen, wenn man ab 22 Uhr die Musik runterdreht? Das würde nicht reichen. Es gibt Stuhlgeräusche, es gibt eine Toilette, die verursacht... auch Stuhlgeräusche, ja. So, nee, so... Entschuldigung. Ja, nee, wir waren ja vor Ort, wir haben das ja alles ein bisschen ausgetestet.